Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem Odin war einkaufen Video, mal etwas anders. Ich habe es im vorigen Video ja schon gesagt, ich habe das Video schon mal gemacht gehabt. Und ja, der Ton war weg. Ich weiß es nicht. Ich habe vorher getestet, Ton war da. Ich habe geguckt, hier unten in der Kamera, da unten, da ist mein Tonsymbol. Das hat auch angezeigt, dass ich Ton habe. Aber in der Nachbearbeitung war der Ton irgendwie weg. Ich weiß es nicht. Ich habe diese beiden Sachen jetzt schon ausgepackt, die ich euch jetzt zeigen werde. Und habe dieses jetzt schon etwas in Gebrauch gehabt und kann euch da schon auch etwas mehr zu sagen. Und werde euch auch gleich sagen, warum ich gerade doppelt oder fast doppelt und warum ich gerade diese beiden Sachen. Der erste Grund, warum ich wollte eigentlich nur dieses haben. Der erste Grund deswegen ist, weil meine Tochter hatte jetzt Lesenacht in der Schule. Also bevor die Ferien angefangen hatten, war Lesenacht in der Schule. Da habe ich sie dann abends hingebracht. Sie hat mit ihren Klassenkameraden in der Schule übernachtet. Dann war noch eine Märchentante da, die hatte Märchen vorgelesen und alle drum und dran. Und abends konnten die Kinder dann auch noch lesen. Die sollten aber eine Taschenlampe mitbringen oder ein Nachtlicht oder ein Verklinet. Meine Taschenlampen hat meine Tochter alle verschlammt. Ja, ich habe die eigentlich immer im Flur gehangen, dass man den schnell, wenn Stromsperre ist, weil, keine Ahnung, irgendwo eine Leitung geplatzt ist oder was weiß ich, dass man immer eine Taschenlampe griffbereit hat. Hat sie denn doch noch in ihrem Zimmer gefunden. Und da war dann, habe ich dann gesagt, nee, jetzt so geht das nicht weiter, wir brauchen Licht. Ich brauche ein Licht. Wenn jetzt hier wirklich mal abends Stromsperre ist, ich brauche ein Licht, womit ich durch die Wohnung gehen kann, was ich ihr hinstellen oder was sie dann nehmen kann, wenn sie mal auf Toilette muss oder irgendwas. Nicht, dass er Angst bekommt. Und da habe ich denn dieses hier gefunden. Ja, sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Da ist hier unten auch eine Schlaufe dran, da kommen wir gleich dazu. Das hat Sensorentasten, die könnt ihr dann hier so sehen. Da. Ich drücke jetzt mal nicht ruf, ich will euch das nachher zeigen. So, und hier ist der USB zum Laden, weil da ist ein eingebauter Akku. Und die Lampen leuchten rot, wenn es leer ist, und werden dann grün, wenn es voll ist. Ich habe jetzt aber auch nicht darauf geachtet, ob die nach und nach grün werden oder auf einmal alle grün sind. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, kann ich euch nicht sagen, aber die werden definitiv grün. Und was halt wichtig war, das habe ich durch einen dummen Zufall bei Amazon gesehen. Hier ist so eine Schlaufe, die kann man hier rausziehen und dann kann man das so halten. Die zieht sich auch wieder rein. Kann man anhängen irgendwo oder man kann festhalten und kann sich Licht machen. Jetzt mache ich mal hier mein Licht aus, um euch das erstmal zu zeigen. Wartet. So, jetzt habt ihr hier Odin im Dunkeln. So, jetzt habe ich hier die Sensortasten, die sind auch, haben auch so ein Schimmer drauf. Also das seht ihr doch, so könnt ihr vielleicht ein bisschen sehen, dass die so leicht leuchten, dass man die auch im Dunkeln findet. Seht ihr das? Ja, also die sieht man auch im Dunkeln. Da haben wir einmal an. Oh, das ist hell. Ist das auch ganz hell? Ja, das ist ganz hell. So, und wenn ich denn hier auf den anderen Pfeil drücke, dann wird das schwächer. Ich brauche nur raufdrücken. Seht ihr das? Bis so. Das ist das Schwächste. Und wenn ich dann wieder auf den anderen Pfeil drücke, dann wird es nach und nach immer heller und heller und heller. Und ich kann auch ausmachen. Die Tasten funktionieren auch sehr schnell, muss ich sagen. So, nochmal runterdimmen. Ja, auch so als Nachtlicht kann man das jetzt zum Beispiel benutzen, wenn man dann wirklich Licht braucht für durch die Wohnung laufen oder so. Da kriegt man mit dem schon ordentlich Licht in der Bude, mit so einem kleinen Teil. Ich mache jetzt mal wieder mein Licht an. So. Und deswegen habe ich mir das geholt. Da kann ich dann immer, weiß ich immer, hier ist ein Akku drin, ich habe immer Licht. Wenn Stromsperre ist, weil irgendwo der Kabel kaputt ist oder was, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann hatte ich aber, wo ich das bestellt hatte, stand denn bei Amazon, steht ja immer unten noch drunter, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und da habe ich dann gefunden, dieses, das habe ich aber noch nicht testen können, weil ich jetzt auch die letzten Tage halt antriebslos und war, aber das werde ich jetzt noch testen. Das ist auch ein Lämpchen mit so einem Gießteil, aber diesmal über Strom.
wie gesagt, ist noch verpackt, war auch offen. Das habe ich noch nicht testen können. Das werde ich halt die nächsten Tage erst testen. Und da haben wir hier oben so eine Öffnung. Da kommt der Duft raus. So, und da haben wir, hier steht Powerad. Und hier unten haben wir Knöpfe. Da haben wir einmal Mist und Light. Und hier haben wir dann 30 Minuten, 60 Minuten, 120 und 180 Minuten. Da kann man dann halt den Mode stellen. Und ich denke mal, das wird dann hier mit einer LED angezeigt. Weil da sind auch Löcher. Dann kann man also einstellen, wie lange es gehen soll. Und dann hat man hier unten, ist praktisch hier das Ding. Ne? Und dann kann man hier Wasser reinfüllen mit so ein paar Duftzusätzen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier sind auch noch ein paar Beschreibungen in Englisch drauf. Ja. Und hier ist auch noch mal kann man das sehen? Da seht ihr das. Dann kann man das halt befüllen. Mit 20 Milliliter, 40 und so weiter und so weiter. Und dafür ist halt, hier nicht richtig, so. Und da haben wir dann hier auch diese schwarzen Punkte. Da ist dann zu, so ist auf. Mal, wie ist denn jetzt zu? So rum ist zu. So. Macht sich über Kamera echt doof, wenn man das nicht zeigen kann. So, und dann nochmal zu. Dann ist es auch wirklich zu. Und dafür haben wir dann halt den Becher, um das Wasser da vernünftig auszumessen. Hier steht, kann man bis 150 Milliliter gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vernünftig sehen könnt. Da ist halt so eine Skala und ganz oben hier ist 150 Milliliter. Weil der Grund, warum ich mir dieses geholt habe, das kann ich auch ganz leicht erklären, ist, ich habe hier Prise OneTouch verteilt in der Wohnung und auch im Wohnzimmer. Logischerweise, um ein bisschen Duft drin zu kriegen, kann ich euch auch zeigen. Das ist so. Da oben, das graue Ding da. Das ist ein Prise OneTouch. Aber das vertrage ich nicht, da kriege ich Kopfschmerzen von. Die duftet zwar gut, wenn ich Kirschblüte drin habe oder so, oder Schoko, zu Weihnachtszeiten habe ich immer Schoko drin, Schokozimt oder so. Das riecht auch wirklich gut, aber ich habe schon 5 oder 6 Düfte von Prise OneTouch, vom teuren und vom billigen, getestet. Ich kriege davon Kopfschmerzen. Und dann habe ich das gesehen, weil ich habe ja hier so eine Art, wie heißt denn das jetzt wieder? Mensch, hatte ich auch mal einen Odinger Shop gemacht. So ein braunes Ding für Teelicht, wo oben denn, wo man oben ein paar Tropfen drin machen kann. Und was dann verdunstet und dann riecht es halt. Und das vertrage ich. Und deswegen habe ich gedacht, holst du dir jetzt ditte, dann machst du auch so eine Tropfen drin, das wird dann verdunstet. Und vielleicht verträgst du das ein bisschen was besser als dieses Prise OneTouch. Das will ich jetzt die nächsten Tage testen. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das jetzt ist. Auf jeden Fall werde ich dann bei Facebook auch schreiben, wie das ist und hast nicht gesehen. Und ich denke mal, ich werde auch dann nochmal ein Video machen und euch da auf dem Laufenden halten, ob ich Kopfschmerzen gekriegt habe, ob ich keine Kopfschmerzen gekriegt habe. Wir können ja mal, wenn ihr Bock habt, können wir ja mal anmachen. Weil ich habe es auch noch nicht gesehen. Das soll auch die LED-Lichter wechseln, also beziehungsweise die Farbe wechseln. Und das finde ich ja ganz nice. Passt dann nämlich zu meiner Lichterkette, da kann ich dann nämlich das passende Licht hier einstellen, wie in der Lichterkette. Anleitung ist auch auf Englisch. Dann muss ich aber erstmal hier meine so, auf B anmachen. So, der Kabel ist auch schön, ja, ich weiß, ich habe der Kabel gesagt. Der Kabel ist auch schön lang, weil man kann da auch schön verlegen. So, jetzt können wir das mal testen, wie das aussieht hier. Machen wir ein bisschen runter, dann könnt ihr das Licht auch sehen. Ah, gibt ein Geräusch von sich. Dann muss man den Kabel, den muss man hier rinklicken, weil der kommt hier unten ran. Das kenne ich ja schon von anderen Geräten. So. Und dann ist der denn
so drinne und dann ist er, kommt er hier so raus. So, Light an. Ah, wartet mal, dann werde ich mal das Licht noch mal ausmachen, dass ihr das seht, weil so kommt das Licht nicht vernünftig rüber über der Kamera. Also ich habe sie sehen, aber über der Kamera habe ich gemerkt, dass es halt nicht so schön rüberkommt. Das ist jetzt so rot, was ich jetzt habe. Ein Stück heller, grün, grün heller. Also kommt gar nicht grün rüber, oder doch? Dunkelgrün, dunkelgrün heller, hellblau, hellblau heller, dunkelblau. Oh, das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Das gefällt mir. Und dunkelblau etwas heller. Dann müsste wieder rot kommen. Nee, pink. Pink heller. Ja, die Farbe weiß ich nicht, wie man die nennt. Also ist eine gute Frage. Es ist jedenfalls nicht weiß, würde ich sagen. Ja, weiß mit einem kleinen Blaustich, würde ich sagen. Ja, und dann geht es halt wieder aus. Achso, der hat jetzt erkannt, dass hier nichts drin ist. Weil dann leuchtet es hier auf. Ja, der kennt jetzt sozusagen, würde ich jetzt sagen, dass da nichts drin ist. Und deswegen macht er nichts. Wir haben hier drei LEDs hier unten im Boden drin. Ich weiß nicht, das seht ihr, glaube ich, ganz schlecht, aber ist hier oben eine, dann ist eine da und eine da. Ach, jetzt leuchtet durch. Es ist rot. Da könnt ihr die LEDs sehen. Jetzt wird es gelb, grün, mal gucken, ob es jetzt noch mal macht. Ja, macht es wieder. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte blau haben, das dunkle Blau ein Stück heller, da passiert dann nichts. Da bleibt definitiv die ganze Zeit blau, wie ihr seht. Nur wenn ich es ausmache, so, und anmache und nur einmal drücke für anmachen, da wechselt die Farbe nacheinander durch. Jetzt sind wir jetzt zum Beispiel im Grün. Jetzt ist Aqua, würde ich jetzt sagen. Das müsste gleich rot werden. Na, dunkelblau. Sind schöne fließende Übergänge, jetzt so lila. Also finde ich eigentlich sehr angenehm. Man kann es halt auch benutzen, ohne dass man hier so ein Brise oder so ein Duftteil drin macht. Aber man kann es halt auch dafür benutzen. Und das war mir halt wichtig, dass ich jetzt das mal teste, wegen Duft in der Wohnung, irgendwas, wo ich keine Kopfschmerzen kriege, habe ich gedacht, das wäre schon mal echt toll. Badezimmer und so, wenn es da ab und zu mal sprüht, da ist man nicht so oft drin. Das verteilt sich zwar auch in der Wohnung, ist aber nicht so krass, als wenn es hier in einem Wohnzimmer die ganze Zeit blickt, also immer oh macht und dann Kopfschmerzen kriegst. Da finde ich das jetzt angenehmer.
Und ich halte euch definitiv auf dem Laufenden, wie es jetzt damit ist. Ich habe ja hier oben meine Tropfen stehen. Die werde ich auf jeden Fall heute schon anfangen zu benutzen und zu testen. Na gut, heute wird nachher Balkontür aufmachen. Da wird es dann nicht so sinnvoll sein. Aber in der nächsten Zeit werde ich das auf jeden Fall benutzen. Und dann halte ich euch da auf dem Laufenden. Ich mache jetzt hier für dieses Video jetzt erstmal Schluss. Ich finde es recht toll. Könnt ihr unten drunter schreiben, wie ihr so kleinen Schnickschnack findet. Also ich finde es toll. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich nur dieses eine bestellen. Und hab denn das hier gesehen, dass Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Und die Kuriose war, deswegen habe ich hier noch Karton stehen. Ich habe diese beiden bestellt. Die sind auch von der gleichen Firma, glaube ich. Ja, sind von der gleichen Firma. Ich habe die zur gleichen Zeit bestellt, also in den Warenkorb gemacht und zur gleichen Zeit bezahlt. Da kam frühs über DHL dieses Paket. Da war diese Kugel drin. In dem großen Paket, ohne Scheiß, war nur diese Kugel drin. Mehr war da nicht drin. Und dann kam über Hermes noch dieses Paket auf dem späten Nachmittag. Und da war denn das drin. Ja, obwohl ich zur gleichen Zeit bestellt habe. Das wollte ich euch halt nochmal zeigen. So, ich mache jetzt aber hier wirklich Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Wenn ihr noch Fragen habt, postet es unten drunter. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.